Baufinanzierung zum Beispiel. Bei uns unkompliziert und mehrfach ausgezeichnet. Wir unterstützen gerne die Vereine der Region. Auch mein Verein? Ja, klar. Für die Unternehmen im Bergischen Land sind wir eine Bank. Immer auf Augenhöhe und immer da, wo man uns gerade braucht. Jetzt sagen Sie nicht, Sie waren auch noch Kindergärten. Ja, klar. Wenn Sie mal nicht weiter wissen, zeigt Ihnen unsere VR Banking App zuverlässig den Weg zur nächsten Filiale. Das hat mich jetzt aber wirklich überzeugt. Das nennen wir Volksbank und mehr. Jetzt wollen wir mal sehen, ob der Kaffee auch noch schmeckt. Erster Spieltag der Handball-Regionalliga-Saison 2019-2020 für die erste Mannschaft der HG Remscheid. Nach dem Aufstieg und einer langen Vorbereitung stand am Samstag das erste Pflichtspiel auf dem Programm gegen den TV Rheinbach. Es sollte auch einen gelungenen Start in die Partie geben. Christian Rother erzielte in der dritten Spielminute das 1:0 für die HGR. Danach sollten jedoch die Gäste die Initiative ergreifen. Vor allem mit schnellen Gegenstößen schafften es die Gäste, die Führung zu übernehmen. Nach knapp einer Viertelstunde war der TV Rheinbach mit 4 Toren in Front. Spielstand zu diesem Zeitpunkt 5:9. Dies konnte dem neuen Cheftrainer Frank Berblinger nicht gefallen. Er war sehr aktiv an der Seitenlinie, was jedoch nicht auf die Mannschaft komplett überspringen konnte. Bis zur Halbzeit robbte sich die Mannschaft noch einmal bis auf 3 Tore heran und es ging mit 10:13 in die Halbzeit. Die zweite Halbzeit bot jedoch kein anderes Bild. Der TV Rheinbach behielt die Spielkontrolle und gab die Führung nicht aus der Hand. Nach knapp 45 Minuten stand es 16:19 für die Gäste. Letztlich fehlte der HGR in einigen Szenen die nötige Cleverness und Ruhe, um die Chancen, die durchaus da waren, erfolgreich zu Ende zu spielen. Am Ende musste sich die HGR im ersten Spiel mit 21:24 geschlagen geben. Jetzt geht es zweimal in die Fremde für die Mannen von Frank Berblinger. Anwurf für das nächste Heimspiel, dann gegen die HSG Siebengebirge, ist am 5.10. um 19:15 Uhr in der Sporthalle Neuenkamp.